Unser nächster Gast kommt aus der Schweiz. Grüezi und guten Abend, Maximilian Janisch aus Zürich. Und darum geht es. Das ist. Die Leute haben Respekt, möchten es aber nicht nachmachen, habe ich das Gefühl. Wir sind bei Clara und der Ratehinweis lautet: Zahlen bitte. Clara, Zeit läuft. Guten Abend, Maximilian. Suchen wir nach deinem Beruf? Ja. 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 Also noch was anderes dazu? Ein Ereignis im Beruf? Ja. Ja. Überzeugend. Ist dieser Beruf, hat der was, ist der Schweiz spezifisch? Nein. Okay. Übt man den draußen aus? Nein. Nicht unbedingt. In Innenräumen? Ja. Hast du einen festen Ort, wo du arbeitest? Nein. Oft ja, aber muss nicht. Ne? Okay. Ist es ein handwerklicher Beruf? Nein. Ist es ein künstlerischer Beruf? Nein. Ein medizinischer Beruf? Nein. Ein technischer Beruf? Nein. Hast du direkt mit Menschen zu tun? Nein. Im Sinne des Berufes nein. Okay, nein. Im Sinne des Berufes nein. 200 Euro. Der Hinweis lautet Zahlen bitte. Gehe ich recht in der Annahme, dass du kein Kellner bist? Richtig. Ja. Ja. Hast aber trotzdem mit Menschen zu tun? Ja, jeder von uns. Genau. Als eine Berufsmöglichkeit wurde eben nicht gefragt, ist es ein Dienstleistungsberuf, den du hast? Nein. Ist es für dich reines Geld verdienen, diesen Beruf auszuüben? Nein. Entspricht dieser Beruf, den du ausübst, auch deiner Persönlichkeit? Ja. Deinem Charakter? Ja. Würdest du quasi platzen, wenn du das nicht machen würdest? So ein bisschen, ja. Okay, also hast du eine bestimmte Begabung, die du da auch ausüben kannst? Ja. Aha! 400 Euro. Ja. Guck mal, so wie Bernhard, der hat auch eine gewisse Begabung, ne, die ihn dazu führt, würde, das zu tun, was er tut. Ich würde mal so ganz blöd sagen, wir haben hier Zahlen. Hat das was mit Mathematik zu tun? Ja. Hast du etwas Besonderes ausgerechnet? Nein. Arbeitest du an einem bestimmten Ort, der relevant ist? Nein. Hast du einen Rekord geschaffen im Zuge dieses, also eine Jein. Ja, also. Nein. Ist das, kannst du dir besonders etwas merken? Ja. Ja. Hat das was mit Pi zu tun? Nein. Das hat immer mit Pi zu tun. okay, hast du etwas erfunden, also entdeckt? Ja, das ist die Frage, erfunden Nein. oder entdeckt? War das ein Ja oder Beides nein? Nein. Beides nein. Das Projekt auch nicht relevant. Du hast aber einen Rekord. Hast du einen Rekord geschaffen? Hast du gerade schon mal gefragt? Ja, ja. Ich habe gehofft, dass es vielleicht jetzt ein Rekord wurde. 600 Euro. Also das war einfach bis jetzt, würde ich sagen. Ja, oder? Ne? Auch für mich einfach zu rechnen. Ne? Hubertus? Hat es irgendwas mit Steuerhinterziehung zu tun? Das wäre lustig. Er ist der die CDs. Hat es irgendwas aber mit dem Schweizer Banksystem zu tun? Mit den Schweizer Banken? Nein. 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 Zahlen bitte. Fordern Sie Zahlen ein? Nein. Also, hat es was mit einer kognitiven Fähigkeit zu tun? Ja. Können Sie, Gehirn, ja. Können Sie, sind Sie in der Lage, die längste Zahlenreihe sich zu merken? Nein. Können Sie, sind das Zahlenreihen aus dem Alltag, die Sie sich merken? Nein. Es geht nicht um eine besondere Merkfähigkeit. Okay. Hat es was zu... Ich weiß es nicht. Hm? Ja. Gut für Maximilian, denn damit sind wir schon bei 800 Euro. Haben wir gefragt, ob er was sammelt? Erstens Zahlensammler. Graf Zahl. Graf Zahl. Vielleicht, vielleicht malt und der er sucht nach noch Zahlen. Die 17 und er malt nach Zahlen. Er sagt immer mehr Zahlen, dann kann das Bild Zahlen, immer größer bitte. Werden. Er malt nach Sieht er vielleicht Zahlen in Farben, aber es hat ja bei den Leuten ein Oh. Oder vielleicht ist er ein Maler, der nur mit Zahlen. Ja, wir fangen auch langsam an zu flüstern.
Clara, dein letzter Tipp. Maximilian, ich glaube ja, du hast eine richtig krasse Formel entwickelt. Die ist, aber du hast sie nicht erfunden. Also die gibt es schon, man kommt auf dieses Ergebnis, aber die Art, wie du diese Formel entwickelt hast, macht es einem deutlich viel leichter, das zu rechnen, was man rechnen muss. Nein. Ist das, was ich eben geistig erbrach, nämlich dass du nach Zahlen malst, ist da auch nur im Entferntesten, also ist da auch nur im Allerentferntesten was dran? Nein. Ich war noch nicht fertig. Absolut. Bernhard. Also, du bist Programmierer, hast mit Mathematik zu tun und du beschäftigst dich gerne mit mathematischen Problemen. Ich kann Zeit schinden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und du hast einen besonderen Computer programmiert, entweder mit dem schnellsten Computer der Welt oder aber den Schachrechner, der als erstes einen Schachweltmeister besiegt hat. Das war, bevor ich geboren wurde, ja. Deep Blue, 1997, nein. Robertus? Du bist der Urenkel von Pythagoras. Das ist Das ist richtig, oder? Das ist richtig. Wenn das jetzt stimmen würde. Ja. Aber ich kriege mich nicht ein vor Lachen, aber das ist falsch. Und damit herzlichen Glückwunsch, Maximilian, zu 1.000 Euro. So Leute, nur, dass ihr mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ja. Mit 9 Jahren Mathe-Abi gemacht. Mit 12 an der Uni und jetzt mit 18 schreibt er gerade seine Doktorarbeit. Nein. Wow. Ja. Ja. Talent muss gefördert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Respekt. Maximilian Janisch aus Zürich. Und was jetzt kommt, ist echt mal höhere Mathematik. Eltern, aufgepasst. Mit 9 Jahren machte ich mein Abitur in Mathematik. Mit 12 Jahren studierte ich an der Universität. Und jetzt bin ich 18 und schreibe meine Doktorarbeit. Der Doktorand hat schon immer eine große Leidenschaft für Zahlen. Ein wahres Ausnahmetalent. Nun, ich habe ein spezielles Interesse an Mathematik und habe das immer schon gerne gemacht. Ich wurde auch unterstützt von meinem Vater, der Mathematikprofessor ist. Und weil ich schneller vorangekommen bin in Mathematik als die meisten anderen, werde ich als hochbegabt bezeichnet in Mathematik. Dazu einen IQ von über 149. Und so verrät unser Mozart der Zahlen schon in jungen Jahren, was man mit Rechnen äußerst unterhaltsam so alles anstellen kann. Auf seinem YouTube-Kanal Mathe mit Maximilian. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mathe mit Maximilian. Das ist jetzt die 4. Lektion der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Mathematik hat eine spezielle Eleganz, dass man die Struktur gewisser Aussagen sehr genau versteht. Dass man genau erkennt, was ist wichtig, wo sind die logischen Zusammenhänge, welche Voraussetzungen führen zu welchen Folgerungen. It's wonderful, good luck, my baby. So schön hat uns das noch niemand erklärt. Aber was ist er denn nun? Genius? Wunderkind? Streber? Ich würde mich selber nicht als Genie oder Wunderkind bezeichnen. Ich habe eine spezielle Begabung im Bereich der Mathematik. Aber im Allgemeinen bin ich eigentlich ein ganz normaler 18-jähriger Junge, so wie alle anderen 18-jährigen Jungen auch. Im Abi wie im Studium. Stets orientiert er sich an Älteren. Niemand wollte sich mit mir unterhalten über große Primzahlen oder Ähnliches. Das wurde immer besser, desto mehr Klassen ich übersprungen hatte, desto weiter ich quasi vorangeschritten bin akademisch, desto älter meine Kommilitonen wurden im Vergleich zu mir, desto besser kam ich eigentlich mit ihnen zurecht. Na dann, frei nach Goethe, wer immer strebend sich bemüht. Maximilian Janisch, eine Klasse für sich. Wenn man mit 18 Jahren seine Doktorarbeit schreibt, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Hast du eine Idee, was du danach machen willst? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also danke, ich danke. Kann, ja, ja. Also ich kann mir überlegen, ich bleibe im akademischen Bereich, vielleicht versuche ich Professor zu werden, vielleicht mache ich was Angewandtes, vielleicht versuche ich eine eigene Firma zu gründen, ein Startup, wo ich mathematische Methoden verwende und praktische Probleme versuche zu lösen mit mathematischen Methoden. So, es gibt die akademische Welt und die praktische Welt. So, das sind meine Aussichten. Hast du dich schon für eine Seite so ein bisschen tendenziell festlegen können? Überhaupt nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich beides machen kann, dass ich sowohl bei der theoretischen Mathematik bleibe und dass ich trotzdem auch in der Lage bin, einige meiner Ideen praktisch umzusetzen. Wie viel Cent sind 1.000 Euro? 100.000? Weiß ich nicht.
Fragt der ehemalige Bankkaufmann mit Auszeichnung im Abschluss. Ne? Ja? Die Bank gibt es mittlerweile nicht mehr. Ja, genau. Ja. Der Abschluss wurde ja schon quasi, er hat den Abschluss ja schon. Also genau, er hat ihn. Braucht die Bank nicht mehr. Ja. 1.000 Euro. Ja. Maximilian, danke, herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute. Danke. Maximilian Janisch aus Zürich.